Hallo liebe Leute, zu einem neuen Video von mir. Diesmal eine ein bisschen andere Umgebung, denn es soll ein bisschen chilliger ablaufen. Wir schauen uns heute an die neuen Apple Mac Mini. Ich habe auch hier einen Post gestartet bei YouTube, aber auch bei X selber. Und zwar einfach die Frage, was wollt ihr als Zuschauer bzw. auch als YouTube oder YouTube-Kollegen da draußen wissen über diesen Teil? Vielleicht ein paar Sachen, die vielleicht andere große YouTuber eher weniger gezeigt haben. Auf das möchte ich im Endeffekt bei diesem Gerät eingehen. In meinem Test werden auf alle Fälle keine Benchmarks laufen, weil was bringen mir Zahlen, wenn das in der Alltagsbenutzung vielleicht gar nicht mal so zustande kommt. Es macht einfach weniger Sinn, irgendwelche Benchmarks zu machen und vergleichen, wer ist stärker, wer ist besser, wer ist der Tollste. Nein, die ganz normalen Alltaggegenstände, für das ist es im Endeffekt mein Kanal gedacht. Und ich hoffe, ich habe mir hier wirklich alles notiert, was ihr da draußen wissen wollt und werde ich natürlich hier Stück für Stück das Ganze dann erzählen. Ja, gleich einmal im Vorhinein weg, ich habe mich entschieden für die Apple Mac Mini Variante mit normalen M4 Chip, also nicht M4 Pro, sondern normalen Chip mit 10 Core CPU, 10 Core GPU. Da habe ich aber noch einmal ein kleines Upgrade gemacht von die 206 GB auf die 512 GB Variante. Warum? Weil beim letzten Mac Mini war das so, dass die schwächere oder die kleinere SSD deutlich schlechter performt hat als die ganz normale nächstgrößere, sprich wirklich sehr langsamere SSD eingebaut worden ist. Hier sollte das aber, glaube ich, in meinem Fall nicht der Fall sein. Also ich glaube, die 200 GB Variante sollte ungefähr die gleiche Leistung haben wie diese. Aber im Videoschnitt, da kommen wirklich sehr große Dateien zusammen und deswegen natürlich einmal eine nächstgrößere Variante. Aber sonst ist es wirklich der komplett 16 GB Arbeitsspeicher verbaut, nicht die 24 und so weiter. Und da würde ich sagen, schauen wir gleich einmal hinein, was hier im Lieferumfang integriert ist. Und integriert haben wir natürlich erstens mal den Mac Mini und nein, ich mache nicht irgendwelche Größenvergleiche mit dem Apple TV oder mit dem vorigen Mac Mini, aber ich habe diese zwei Sachen nicht da und wenn, würde ich es glaube ich gar nicht machen, weil es gibt einfach so viele andere da draußen, die das schon gemacht haben. Das ist also quasi bei mir der erste Mac Mini in meiner Hand und ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich unfassbar clean gemacht, unfassbar klein und da kann ich gerne mal sagen, die Maßen von 12,7 x 12,7 cm und hier 5 cm dick und ich glaube nicht, dass das jetzt einmal großartig auf dem Schreibtisch stören könnte. Nein, das Ganze ist aus Aluminium gefertigt, natürlich alles 100% recycelbar und auf der Unterseite haben wir natürlich noch Kunststoff für den Lüfter und natürlich auch, wo dann, sage ich jetzt einmal, der umstrittene Powerbutton kommt. Und dann würde ich sagen, schwenkt man gleich mal rüber zum Schreibtisch. So, und zurück am Tisch angekommen, gehen wir gerne mal die nächsten Fragen von euch durch, die ich euch gestellt habe bei meinem letzten Post. Und zwar, wie schnell ist die interne SSD von Mac Mini mit dem M4-Chip und 512 GB? Wir machen hier gleich einmal den ersten Test, starten das Ganze und das integrierte, ich versuche das jetzt einmal ein bisschen größer zu machen, zack, haben wir hier drauf einmal schwankt so ein bisschen hin und her, aber sagen wir so ungefähr 3400 herum und ungefähr ein bisschen was über 3000 haben wir dann auch an Lesegeschwindigkeit. Das heißt Schreibgeschwindigkeit und Lesegeschwindigkeit befinden sich die zwei über 3000. Ist schon mal ein super Wert, sage ich jetzt einmal, kann man auf alle Fälle damit etwas anfangen. Ja, dann kommt die nächste Frage und zwar, wie schnell sind externen SSD-Festplatten mit dem Thunderbolt 4 Anschluss auf der Rückseite unseres Mac Mini mit dem M4 Chip. Ja, und da habe ich natürlich hier zwei Festplatten vorbereitet und zwar haben wir hier einmal die SanDisk Pro mit 1000 Megabyte an Datengeschwindigkeit mit Schreibe- und Lesegeschwindigkeit und da haben wir sogar 2000 Lese- und Schreibgeschwindigkeit von der Marke Lexa und ich würde einfach mal sagen, wir schließen das jetzt einfach mal hinten an und dann schauen wir mal, was die eine Festplatte bzw. die eine externe SSD, ob sie nicht vielleicht sogar beide ziemlich ähnlich abschneiden. Wir gucken einmal. So, das Ding ist jetzt einmal angeschlossen und zwar fangen wir an mit der externen SSD von SanDisk. Die würde ich jetzt einmal sagen, mit der fangen wir hier an und dann geben wir uns auch einmal diesen Test kurz, okay. Das heißt, wir haben hier nicht ganz die 1000 an Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Ich mache das noch einmal ein bisschen näher, dass man das sehr gut sehen kann. Und zwar liegen wir hier ca. bei 800 an, wie schon gesagt, Schreibgeschwindigkeit. Und hier ungefähr noch einmal ca. 800 an Lesegeschwindigkeit. Das heißt, Schreib- und Lesegeschwindigkeit haben wir hier nicht ganz mit den 1000, was hier, sage ich jetzt einmal, versprochen worden ist. Wir werden das Ganze noch einmal austesten und zwar einmal die externe SSD
von SanDisk raus und wir stecken das Ganze einfach direkt auf den USB-C-Anschluss auf der Vorderseite diesmal an. Mal schauen, ob hier überhaupt ein Unterschied ist zwischen den beiden Anschlüssen, sage ich jetzt einmal. Zack, wir starten das auch. Also wir haben hier wirklich sehr gleiche Werte von, sage ich jetzt einmal, knappen 800 an Schreibegeschwindigkeit und Lesegeschwindigkeit auch knapp bei 800. Ja, also es ist, wie schon gesagt, im Gegensatz zu hinten mit dem Thunderbolt 4 Stecker, aber auch natürlich mit dem USB-C sind das wirklich minimale Unterschiede, die man, glaube ich, wirklich nur so im Alltag kaum merkt. Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir das ganz kurz einmal noch beruhen und schließen einmal an die Lese, beziehungsweise machen wir hier einen Lese- und Schreibgeschwindigkeitstest mit der Lexar-Festplatte. Die soll sogar bis zu 2000 Megabyte pro Sekunde mit Schreibgeschwindigkeit und ich glaube 1800 an Lesegeschwindigkeit. Gucken wir mal nach, ob hier überhaupt irgendein Unterschied ist, sprich zu der SanDisk, die ich hier zur Verfügung habe. Wieder größer und geben uns den ganzen Test. Wir haben hier, okay, wir haben das Ganze jetzt, wie schon gesagt, eine 2000 Mbit Lese- und Schreibgeschwindigkeitsfestplatte von SanDisk oben über dem Thunderbolt 4 Anschluss hinten und hier dann die Lesegeschwindigkeit mit 900. Wir lassen das Ganze noch einmal zurückrendern bzw. einmal zurücklaufen. Mal schauen, wo er hier absteigt. Ja, wir haben hier 900 und auf der anderen Seite dann denke ich mal auch ungefähr 900. Also ja, die beiden sind ziemlich ähnlich. Die ist vielleicht um 100 Mbit ein bisschen schneller, macht aber glaube ich im normalen Gewiss überhaupt nichts aus. Dann würde ich sagen, stecken wir das einmal, also zuerst beenden wir es und dann stecken wir das ab und machen dann das Ganze natürlich auch hier mit dem USB-C-Anschluss auf der Vorderseite. Zack, das brauchen wir nicht. Und dann kommt der zweite Test mit dem USB-C auf der Vorderseite. Da haben wir also hier 1000, ja, es geht wieder runter auf 900, aber ich glaube, das ist immer ungefähr im gleichen Maße herum. Also wir haben, glaube ich, auf beiden Seiten knappe 900, ja, sie kann circa um 100 Mbit pro Sekunde mehr, aber wie schon gesagt, zwischen dem Thunderbolt 4 Anschluss hinten und noch den USB-C Anschluss, wie schon gesagt, sprich mit einer externen SSD, macht hier wirklich kaum einen Unterschied, wie man hier sehr gut erkennen kann. Also da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich mir deutlich mehr erwartet, zumindest von den hinteren Steckern mit dem Thunderbolt 4, dass hier deutlich mehr Leistung durchkommt. Aber das ist in diesem Fall überhaupt nicht gegeben. Wie schon gesagt, zwei Festplatten getestet und beide kommen nicht auf die Werte, was sie versprechen. Also das finde ich wirklich nicht gerade so richtig optimal, muss ich ehrlich sagen. Die nächste Frage hier war, und zwar, wie gut ist der integrierte Lautsprecher des Mac Minis mit dem M4-Chip? Hier, wir haben einfach mal eine Lizenz. Freie Musik zum Abspielen und schauen wir sich das Ganze mal an. Ganz kurz noch zum Erwähnen, ich nehme das Ganze auf mit dem Mikrofon, das ich hier bei mir oben habe, nur damit ihr das schon mal wisst, es ist ungefähr, sag ich jetzt einmal, um die 60 cm weg vom Gerät. Das war mal der erste Test und da habe ich noch einen zweiten vorbereitet. Dann noch einmal ein ganz normales Video. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön mal wieder, dass du mit dabei bist, denn wir schauen uns heute meinen Langzeitfazit, beziehungsweise ich stelle euch gerne mal vor, die neue Amazfit T-Rex Nummer 3. Eine super kleine Fitnessuhr. Also ja, der integrierte Lautsprecher macht natürlich das, was er soll. Also ich sage mal, von der Lautstärke her finde ich es relativ angenehm. Wir haben natürlich hier überhaupt keinen Bass, überhaupt keine richtigen Höhen. Also das ist, wie schon gesagt, eher zu nutzen, zum Beispiel mal hier das ein oder andere YouTube-Video schaut. Aber ich würde ehrlich sagen, ein richtig schönes Erlebnis ist es mit dem integrierten Lautsprecher für mich definitiv nicht.
Wie kann der Apple Mac Mini in dem Standby-Modus geschaltet werden? Das ist ziemlich gleich erklärt, und zwar es ist genau das gleiche Prinzip wie bei einem MacBook Air, MacBook Pro in unserem Fall. Und zwar, ihr geht einfach ganz oben rechts auf das schöne Logo drauf und dann nehmt ihr einfach hier die unterste Seite, sprich die Nummer 6, und dann ist das Ganze schon automatisch eingeschaltet in den Ruhemodus. In meinem Fall habe ich hier eine Maus liegen, aber auch ein Trackpad. Um das nicht unabsichtlich einmal ein- oder auszuschalten, mache ich das meistens so, dass ich diese Sachen einfach mal ganz normal abdrehe, und dann bleibt das im Endeffekt in dem Standby-Modus, so wie man es im Endeffekt auch haben will. Ansonsten, wenn ihr dann das Ganze wieder aufwachen wollt, und zwar mache ich das meistens so, dass ich jetzt einmal alle Geräte zuerst einmal wieder einschalte über die Nacht, einfach mal hier alles ganz kurz eingeschaltet haben, dann einmal die Space-Taste oder, wie schon gesagt, irgendeine andere Tastenkombination, und schon öffnet sich das komplette Bildschirm wieder, damit ihr auch hier wieder produktiv weiterarbeiten könnt. Gleich einmal hier im Vorhinein weg, es geht nicht, dass ihr den Mac Mini komplett ausschaltet und es danach ohne der Einschalttaste ihm wieder einschaltet. Das geht zumindest in meiner Option nicht, egal ob das mit dem Trackpad ist, mit der Tastatur oder auch zum Beispiel mit der Maus, selbst mit einer smarten Steckdose habe ich das schon versucht, einmal abzuschalten oder wieder aufzudrehen. Das hat leider auch hier nicht funktioniert. Den Powerknopf irgendwie austricksen oder so, das funktioniert leider nicht. Lässt sich der Mac Mini ohne den Powerknopf wieder einschalten? Nein, und das klipp und klar zu sagen, das funktioniert leider nicht. Ihr könnt es nicht irgendwie umgehen, dass ihr den ein- und ausschaltet, wenn ihr das Gerät jetzt einmal abgeschalten habt, irgendwie umgehen. Nein, ihr müsst dann wirklich immer noch das Ding hochheben kurz, einmal draufdrücken und danach wieder einzuschalten. Also es gibt hier keine Möglichkeit, das Ganze ohne den Ein- und Ausschalter wieder einzuschalten. Sind alle USB-C-Ports Thunderbolt 4 Anschlüsse? Nein. Und das klipp und klar zu sagen, die hinteren Anschlüsse, sprich die hinteren drei Anschlüsse, sind Thunderbolt 4 und die vorderen sind USB-C 3.0. Bei welchen Anschlüssen wird ein externes Display hier unterstützt? Das ist auch ganz leicht gesagt, mit den hinteren Thunderbolt 4 Anschlüssen könnt ihr natürlich ein externes Display anschließen, aber natürlich auch über den HDMI-Ausgang könnt ihr auch hier ein externes Display anschließen. Ob es auch hier mit dem vorderen USB-C 3.0 geht, das würde ich sagen, werden wir gleich einmal in einem Live-Test durchführen. Also ich stecke das Ganze hinten jetzt einmal aus, zack, werde den Mac Mini einmal kurz auf die Seite drehen, angeschlossen an den vorderen USB-C 3.0. Wir warten einmal kurz, ob hier nochmal ein Display angeht oder auch nicht. Also nein, mit den vorderen Anschlüssen von USB-C 3.0 wird das leider nicht unterstützt. Also ich könnte es wirklich anschließen, erstens mal mit dem HDMI-Ausgang hinten, aber natürlich auch mit den drei Thunderbolt 4 Ausgängen. Auch hier wird natürlich ein externes Display unterstützt. Und wie sich das sozusagen zusammenstellt mit den verschiedenen Funktionen, und zwar auch das Mac Mini hier in unserem Fall kann auch drei Displays gleichzeitig ansteuern. Da gibt es aber so eine kleine Formel, wenn wir drei anschließen, ist natürlich das ein bisschen schwächer als mit zwei oder sogar nur mit einem. Und aus diesem Grund werde ich das jetzt einfach mal hier oben bei euch einblenden. Liest euch das einmal durch, wenn euch das wirklich interessiert. Aber in meinem Fall, ich habe nur einen einzigen Bildschirm und ich bin völlig damit zufrieden. Ich habe das Ganze jetzt angeschlossen über das Thunderbolt 4 Anschluss und sozusagen mit einem 2K-Display und 144 Hertz. Also das läuft wirklich komplett problemlos. Wir haben vielleicht gar nicht mal so schlecht zum Erwähnen, das habe ich schon ganz kurz vorhin gesagt. Wir haben hier 12,7 cm mal 12,7 cm. Das Ding ist nur, wie schon gesagt, 5 cm hoch. Und das ist wirklich, wirklich wenig. Vom Gewicht her, das Ganze hat hier 0,67 Kilo. Also, wie schon gesagt, 670 Gramm. Wirklich, wirklich unfassbar wenig. Und in diesem Vergleich zeige ich euch einfach einmal so einen kleinen Größenvergleich beziehungsweise auch natürlich so einen kleinen Gewichtsvergleich. Also ich glaube, man kann es auf der Kamera hinten sehr gut sehen, dass das Mac Mini M4 Prozessorgehäuse sehr klein ist und am Tisch wirklich sehr eine schöne Optik hinterlässt. Aber natürlich auch hier gibt es noch den ein oder anderes Zubehör, unter Anführungszeichen, wie damit ihr das unter den Tisch befestigen könnt oder sogar hinter dem Monitor, je nachdem, für was ihr das benötigt. Ich finde es wirklich sehr stylisch, also würde ich mir das auch definitiv nicht unter den Tisch hängen. Also wirklich, das schaut super aus. Wir haben auch hier die USB-C 3.0 Anschlüsse auf der Vorderseite, also ihr könnt auch hier die externe SSD zum Rüberladen, sage ich jetzt einmal, eurer Daten nutzen. Und wir haben das schon vorhin ganz kurz in dem Vergleich gehabt, das ist sogar vorne wirklich ganz genauso gut wie auf der Rückseite, also von dem her gibt es auch hier überhaupt keine Probleme. Aber es gibt eine Sache, die ich sehr schade finde,
Und zwar, wir haben hier auf der vorderen Seite den 3,5 mm Klinkenanschluss neben den zwei USB-C 3.0 Ports. Und ja, es ist gut, wenn du Kopfhörer anschließen willst, und es wird auch hier, sagen wir mal, ein sehr gutes Audio unter Anführungszeichen unterstützt, auch für Kopfhörer mit ein bisschen mehr Obenzahl. Also das habe ich auch getestet, kommt auch ein super Klang rüber, keine Frage. Das Einzige, was mir aber hier definitiv trotzdem fehlt, ist der, ja, der SD-Karten-Reader, ja, den brauchst du eigentlich für eine Kamera, für wirklich viele, viele Dinge, dass du da wirklich einmal das Ganze einschalten kannst und dann das Ganze benutzen kannst. Das fehlt mir wirklich, wirklich sehr. Andererseits ist es meistens so bei mir, ich nutze den vorderen Anschluss wirklich nur für die Kopfhörer, und hier nebenbei die Boxen, die laufen eigentlich direkt über den Anschluss von meinem Monitor. Also nein, ist da nicht irgendwie ein Kabel im Weg oder sonst, oder das funktioniert bei mir zumindest einwandfrei und wird auch so benutzt, wie es ist. Wie schon gesagt, der Kartenreader, das ist eine andere Geschichte, aber dafür habe ich also hier unten ein Thunderbolt 3 Dock unten angeschlossen auf meinem Schreibtisch mit einem Kartenlesergerät, und wie schon gesagt, das funktioniert auch problemlos. Also man muss sich ein bisschen zu helfen wissen, dann glaube ich, ist es wirklich für den ein oder anderen Einsatz wirklich eine sehr gute Sache. Ja, nur guter Letzt würde ich gerne mal sagen, werden wir gerne mal ein ganz kurzes Video unter Anführungszeichen mal versuchen, und ja, ich habe auch dieses komplette Video nur alleine mit dem M4 Prozessor von Apple komplett geschnitten, komplett die Videobearbeitung gemacht, und das funktioniert wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr erstaunlich gut, weil wir haben hier die Basismodell nur halt mit 512 GB statt die 256 GB, aber ansonsten ist hier nichts anderes verändert worden, immer noch die 16 GB Arbeitsspeicher, die 10 Core CPU und die 10 Core GPU, und das reicht im Videoschnitt zumindest mit 2 4K Aufnahmen gleichzeitig, also wirklich ohne Probleme. Ich hätte mir das wirklich viel, viel schlimmer ausgedacht, und ich muss ehrlich sagen, es macht wirklich eine sehr gute Figur. Das werde ich euch jetzt einfach einmal ganz kurz zeigen. Und wie gut ist das Basismodell jetzt dann noch im Videoschnitt? Da habe ich gleich mal vorbereitet. Ich benutze das Ganze mit Filmora 14, also nicht mit Final Cut. Wir ziehen hier einfach einmal eine Datei hinein, werden das Ganze dann noch einmal in die Timeline ziehen. Und ja, wir haben hier dann Minion. Ich würde euch gleich mal verraten, genau, das ist der Einstieg in unser Video gewesen. Also das funktioniert wirklich. Das funktioniert wirklich, wirklich sehr gut. Also da ruckelt überhaupt nichts. Und das, wie schon gesagt, das ganze Ding ist noch nicht gerendert, also nicht vorgerendert etc. Aber da ruckelt wirklich überhaupt gar nichts. Also das muss ich ehrlich sagen für den Videoschnitt. Das funktioniert wirklich ohne Probleme, ohne Wenn und Aber. Schauen wir uns einfach mal das letzte Video von mir an. War ein bisschen eine größere Datei sozusagen. Da unten habt ihr wirklich ein paar, ja, viele Effekte drauf, mal Schriften, mal eine andere Einblendung. Also da habe ich auch das Ganze gefilmt mit zweimal einer 4K-Kamera. Das Ganze ist nicht gerendert. Netflix und Co. Egal, du hast im Hintergrund musst alle problemlos. Natürlich das MediaTek G85 Prozessor. 1080 mal 1,5 mm. Also das funktioniert sowas von flüssig, ja, und das sogar mit, sag ich jetzt mal, ein bisschen mehr Effekten drauf etc. Nicht vorgerendert, zumindest hier der hintere Teil ist nicht vorgerendert, und das so mittel zu schauen. Also das funktioniert wirklich super. Also da ruckelt und zuckelt überhaupt nichts, genau so wie es sein soll. Und der Export, muss ich ehrlich sagen, der ist auch wirklich schnell erledigt. Und da will ich jetzt gleich einmal einfach einen kleinen Vergleich geben mit dem Export von dem MacBook Pro mit dem M1 Pro Chip, auch 16 GB Arbeitsspeicher, und hier die 2024er Variante mit dem Apple Mac Mini und auch mit 16 GB Arbeitsspeicher. Schauen wir mal, wer von den beiden schneller am Rendern ist. Und hier habe ich mir hinausgesucht, genau die gleiche Datei, genau gleich, alles komplett, genau identisch, auch die gleiche Größe, gleicher Ort, wie auch immer, es ist komplett alles gleich. Das MacBook ist aber noch hier zusätzlich mit einem Strom versorgt, damit es auch nicht im Nachhinein heißt, okay, das MacBook ist nur im Akkubetrieb gewesen. Und dann würde ich einmal sagen, starten wir das Gute einmal hier und einmal hier, und dann schauen wir einfach einmal, wie schön die beiden, sage ich jetzt einmal, die beiden Geräte dann miteinander noch gut performen. Und was dann so im Endeffekt, wer von den beiden dann schneller ist, mit dem M1 Pro Chip oder natürlich hier mit dem Point Basic Modell, mit dem Mac Mini, mit dem M4 Chip. Das obere ist sozusagen schon wieder fast ganz fertig. Genau, die 100%, die haben wir hier auf alle Fälle erreicht. Auf der Unterseite wiederum braucht es noch ein bisschen. Ich gebe da nochmal ganz kurz das Ganze ein bisschen näher.
Ja, sicher. Ich würde mal sagen, es ist circa wahrscheinlich ungefähr eine Minute kürzer dauert der Mac Mini als das MacBook Pro. Ich habe nebenbei natürlich noch hier die Uhr laufen, damit wir auch natürlich ganz gut sehen, wie viele Sekunden das sozusagen dann entweder mehr oder auch weniger gedauert hat. So, ich würde sagen, das Teil ist auf alle Fälle jetzt fertig geworden, zu guter Letzt. Ja, also das Mac Mini oben war definitiv über eine Minute schneller. Ich blende das hier jetzt einfach einmal irgendwo ein, damit ihr dann mal diese Zeit habt. Also ja, der sagt auf alle Fälle schon einiges aus, dieser Test, dass der auch in der Basic-Variante der Mac Mini deutlich schneller im Exportieren ist als der MacBook Pro mit dem M1 Pro Chip. Also wirklich eine coole Sache, hätte ich mir echt nicht gedacht. Vor allem auch hier ein deutlicher Preisunterschied zwischen fast 3000 Euro und 929 Euro und dann trotzdem so eine gute Leistung, wirklich absolut bewältigend und finde ich wirklich extrem heftig, wie unterschiedlich das nicht sein könnte. Und dann sind wir eigentlich schon am Schluss von dem Video angekommen. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen ein bisschen zufriedenstellend machen. Wenn dir trotzdem noch die eine oder andere Frage aufgefallen ist, schreibt es wieder gerne unten in die Kommentare. Dann kann ich auch das jetzt einmal vielleicht für ein nächstes Video aufheben oder euch sogar über die Kommentarfunktion das eine oder andere Frage dann beantworten. Ansonsten, wie schon gesagt, war es das. Ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag und freue mich für meinem nächsten Video wieder, wenn ihr dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.